Wir haben Freitag, 9.07 Uhr, schon 126 mm. Oh, Madison geht wahrscheinlich jetzt den Film besuchen. Ah. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepherd. Bitte tragen Sie sich ein. Gehören Sie zur Familie? Ja, natürlich. Immer. Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer. Sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen. Bestimmt. Zimmer 19 am Ende des Gangs. Wow, wie einfach man einfach reinkommt. Ach, 19, nicht 9. Ich war gerade kurz irritiert, warum die Tür nicht aufgeht. Ah, vielleicht die da hinten, die da sitzt. Oh, können wir die Blumen mitnehmen? Ah, nein. Ist Nummer 13? Ah, das kann gut sein, dass es die Frau ist. Die haben wir ja auch auf dem Friedhof gesehen, die da vor dem Grab stand. An das scheint sie sich ja wohl dann noch zu erinnern, wahrscheinlich. Können wir nicht mit ihr reden? Anscheinend nicht. Gut. Dann schaue ich mal, wo ist denn Zimmer 19? Hier ist 20. Aha. Dann war es vielleicht nur irgendeine andere Frau, die da draußen saß, die wir schon gesehen haben. Hallo, Mrs. Shepherd. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepherd, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepherd? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Ich glaube, da kommen wir nicht so wirklich weiter. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepherd, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepherd. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Oh, hier sind auch Origami-Figuren auf dem Tisch.
aber so kommen wir nicht weiter. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Das gestaltet sich doch etwas schwieriger. Oh Mann, die arme Frau. Ah, okay. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Vielleicht könnten wir ihr die Blumen mitbringen, die draußen im Flur standen, die wir uns angucken konnten. Das würde ich mal als nächstes probieren. Hier sind noch mehr Figuren. Ah ne, das ist immer noch der gleiche Tisch. Können wir jetzt mit der Dame hier hinten reden? Nope. Immer noch nicht. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar, aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die Erste hier. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Ja, dann werde ich mal die Blumen mitnehmen. Die sind da so ganz offensichtlich. Vielleicht waren das ja ihre Lieblingsblumen oder so. Kann ich die mitnehmen? Aha. Eine einzelne Blume. Ansonsten sehe ich nämlich hier auch nicht so wirklich was, was wir noch mitnehmen könnten. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Erstmal die Schränke durchwühlen. Sehr nett. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören. Erinnere dich. Oh, können wir was falten? Ja, warum nicht? Ein Kranich. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Na toll. Was ist dann ihre Lieblingsfigur? Warte mal. Sie hat doch hier vorne auch welche zu liegen. Was ist das nicht auch einer?
schaue mal, was wir hier alles haben. Ein Hund. Frosch. Gut, wir könnten uns jetzt irgendwie durchprobieren wahrscheinlich. Also der Kranich war es ja schon mal nicht. Dann probieren wir es einfach mit dem Kolibri aus. Vielleicht mag sie den ja mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie fragen könnten, was ihr Lieblingstier ist oder ihre Lieblings-Origami-Figur. Wir probieren mal einfach ein bisschen durch, mal gucken. Vielleicht ist es auch der Hund. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Oma. Ich gebe mir extra Mühe, die zu verhalten. Was ist denn ihr Lieblingstier? Dann müssen wir halt den nächsten ausprobieren. Na, am Ende so sind alles nicht ihre Lieblingstiere. Sie hasst Tiere. Ah, komm schon. Hallo, Kamera. Geh doch nicht immer weg, Madison. Meine Güte. Na. Das war zu weit. Probieren wir mal den Hund aus. Komm, wenn die kein Hund mag. Obwohl, da unten sind auch noch welche. Sah aber nicht wie ein Hund aus. Mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Papier hier rumliegen. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Aha. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Ich muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Vielleicht ja doch Ethan? Wer weiß? Spiel macht es so spannend. Mann. Wir wollen auch alle wissen, wer es ist.